nicht akzeptieren, wenn der öffentliche Wert, ich akzeptiere nur Ergebnisse, die mir passen, dann die sollen ihre Plakate doch bitte schön überkleben. Ja, genau. Ein paar Sachbeschädigungen, aber ich würde Sie nicht empfehlen, machen Sie mal so ein paar Aufkleber, dieses Zitat vom Herr Haug, und tun Sie das auf dieses großen Plakat drauf, wo drauf steht, ja zum Schlichterspruch. Wir legen das ganze Plakat um. Das ist ein zum Total, einfach ein Problem. Ich wollte eine neue grüne Regierung nicht zusagen, dass sie die Gelder, die der Bund zahlen sollte, für diese Maßnahmen nicht zahlen. Dann müsste die Bahn ja klagen und dann kämen wir mal vor Verfassungsgericht. Und nach Ihrer Aussage würde das ja für uns sprechen. Mit einem Minister Palmer. Ministerpräsident. Also es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass es keinen Koalitionspartner für Ihr Programm gibt. Das könnten wir durchaus fordern, könnte sagen, wir schreiben mutig in unser Wahlprogramm, wir zahlen nicht und lassen uns verklagen, dann würden wir wahrscheinlich gewinnen. Und? Die Verträge sind ja jetzt auch alle gebrochen. Ja, ich glaube, das würde funktionieren. Nur es gibt keine Partei, die das mitmacht. Ja, weil Sie sind es doch, wenn Sie an die Regierung kommen. Also das kann ich Ihnen zusagen, wenn wir alleine an die Regierung kommen. Kann man einen solchen Schritt gehen. Aber wenn es niemanden gibt, der mit einem eine Regierung macht, die das tut, dann müssen sie mit dem, was es halt auf dem Markt gibt, zurechtkommen. Das ist ein großes Beschränkung im Koalitionspartner. Und es gibt nur einen Koalitionspartner, der wenigstens bereit ist zu sagen, ich bin zwar dafür, aber ich kann mir vorstellen, das zu lassen, wenn die Leute dagegen sind. Der Markus sagt, auf keinen Fall, es wird gebaut, egal was kommt. Und die SPD, der Schmidt sagt, ich bin zwar dafür, aber wenn es ein Volksentscheid gibt, dann können wir es auch bleiben lassen. Und deswegen ist jetzt im Moment nur dieser Weg offen. Jetzt weiß man offensichtlich ja nicht so genau, wie die Zukunft aussieht. Nehmen wir mal an, der Stresstest kommt, Sie kriegen es mit der Trickserei nicht hin und auch die SPD erkennt irgendwann, was das für ein Murks ist. Man kann ja auch der SPD nicht absprechen, dass sie vielleicht was lernt. Dann gibt es vielleicht irgendwann im halben Jahr, wenn es eine rot-grüne Regierung gibt, nur eine andere Entwicklung, die ich noch nicht kenne. Aber man weiß doch irgendwie völlig unzweifelhaft feststeht, wie dieser Markus Winter gewählt wird. Nach allem, was der schon verbrochen hat. Dann gibt es doch gar keinen Zweifel, dass dann nach der Devise in l'état, c'est moi plus, macht, was er will. Es gibt keine andere greifbare Lösung außer der Regierung. Haben wir. Wir haben alle miteinander am Tag der Schlichtung, ich kann mich erinnern, dass ich es im ZDF heute schon mal gesagt habe, alle gesagt, die logische Konsequenz aus dem Eingeständnis, dass man gar nicht weiß, ob der Bahnhof funktioniert ist, dass man ihn nicht bauen kann. Die Kritik geht ja nicht an Sie, sondern es geht ja darum, dass die Befürworter behaupten, sie würden ergebnisoffen diesen Stresstest machen wollen. Ja. Da ist doch die logische Konsequenz daraus, dass jetzt sofort der Baustopp. Natürlich. Das Problem ist, dass nicht jede logische Konsequenz für diesen Leuten gezogen wird. Genau. Deswegen darf man den Schlichterspruch nicht entgegennehmen. Es gibt ja so eine alte Erkenntnis, dass es immer auch berechtigt begründete, abweichende Auffassungen gibt. Und man kann ja sagen, es war ein Fehler, das mit der Schlichtung zu machen. Man kann ja sagen, es war ein Fehler, das Schlichtungsergebnis zu akzeptieren. Das kann man alles rückblickend, kann man das wissen. Vielleicht war das auch so. Ich will da nicht besser wie soll ich sagen. Aber ich stelle Ihnen jetzt auch mal die folgende Frage. Zwei Stück. Erste Frage. Glauben Sie, dass die enorm starke Bewegung, die Sie alle ja auch ausmachen, im letzten Herbst, dass die erhalten worden wäre, wenn auf einmal die Bahn und die Landesregierung sagen, wir sind bereit, über alles zu reden, und wir dann sagen, wir aber nicht. Das glaube ich nicht, weil da hätten viele Leute gesagt, das finde ich nicht wichtig. Setzt euch bitte an den Tisch. So, das heißt, um die Schlichtung kam er in dem Moment, wo der Markus endlich, ums Gesicht zu wahren, Kreide gefressen hat, nicht rum. Und dann ist das Zweite, was man sagen kann, wieso habt ihr in diesen Verhandlungen, als die Schlichtung zu Ende war, nicht gesagt, wir legen das Ergebnis ab. Das ist eine Aussage. Und dann frage ich Sie, ich stehe Ihnen das ja zu, man ist nachher immer klüger, vielleicht wäre das besser gewesen, aber in der Situation war unsere Einschätzung, die können Sie auch noch prüfen,
Die war die, Geisler war zu diesem Zeitpunkt nahe an der Apotheose. Der war der Star aller. Alle liebten Geisler. Sie jetzt nicht mehr so sehr, aber alle liebten Geisler. Ganz Deutschland hat gesagt, der ist großartig. Und wenn der jetzt sagt, ich mache einen Schlichterspruch, und wir dann sagen, ja, und dann passt uns halt nicht, dann hätten sie es genauso in die Defensive gebracht, wie im Schlichterspruch möglichst viel reinzubringen. Und der Schlichterspruch, der Stresstest, das müssen Sie schon wissen, der Stresstest war in Geislers Manuskript nicht drin. Sondern der ist durch unsere Verhandlungen entstanden. Da haben wir gesagt, Herr Geisler, so wie Sie das jetzt vorschlagen, das geht überhaupt gar nicht. Der hat nämlich vorgeschlagen, dass die Bahn nur Vorbereitungen treffen muss. Das heißt, irgendwie einen Tunnel und dann zubetonieren, sozusagen eine Abzweigung für diese Ergänzungen. Und irgendwann baut man die dann in den nächsten 30 Jahren, wenn sie gebraucht werden. Das war sein Vorschlag. Da haben wir gesagt, Herr Geisler, das machen wir nicht mit. Das geht nicht, dann machen Sie alles kaputt. Das Mindeste ist, dass man diese Schweizer Planungssystematik etabliert und den Stresstest durchführt. Das war unser Vorschlag. Der Text ist von uns. Und den hat er 1:1 aufgenommen. Und meine Meinung ist nach wie vor, da man ja nicht sicher wissen konnte im letzten Dezember, wer diese Wahl gewinnt, das weiß man nicht mal heute, ist es mehr wert, den Stresstest sicher zu haben, und zwar in einer öffentlichen Form, wo jeder jetzt weiß, der muss kommen und muss nicht sagen können, wir drücken uns weg. Und damit wenigstens in aller Öffentlichkeit zu dokumentieren, was für ein Murks das ist. Also die Hürde für Sie so hoch zu machen, wie es noch irgendwie geht, um das zu realisieren, ist besser, als zu sagen, wir sind gegen den Geisler, wir sind gegen alles. Stresstest gibt es keinen, da wäre er nicht drin gewesen. Und wir hätten halt auf unsere Stärke auf der Straße vertraut. Mir schien es damals nicht die richtige Entscheidung. Überlegung hinten anfügen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einen Fehler gemacht haben. Der Fehler war aber im Verfahren. Wir haben nämlich gesagt, es ist eine Sach- und Faktenschlichtung und eigentlich ist dann Schluss. Von dem Schlichterspruch war nie die Rede. Ja? Und der Markus sagt während der Schlichtung, ich akzeptiere alles unterhalb eines Baustopps. Nachlesbar. Das heißt, er hat selber gesagt, wenn der Schlichter was sagt, darf er nur Sachen sagen, die nicht Baustopp bedeuten, sondern weiterbauen irgendwie. Und da hätten wir laut sagen müssen, ja, wenn das so ist, dann sagen wir auch eine Bedingung. Genau. Ja, für uns gibt es nur einen Schlichterspruch, wenn da steht, der Kopfbahnhof wird gebaut. Da wäre die Sache geritzt gewesen. Das haben wir zugegebenermaßen nicht erfasst. Dass wir da in die Defensive geraten sind durch den Schlichterspruch, weiß ich auch durch die Überschriften, aber ich vertraue ja nach wie vor auf die Kraft der Argumente und auf Sie und dann werden wir das wieder drehen. Ja. Ich habe eine ganz, ganz einfache, wenn Sie wollen, methodisch-wissenschaftliche Frage. Sie wissen ja ganz offensichtlich, wie man einen Stresstest durchführt. Ich weiß es leider nicht. Könnten Sie mir erklären, was genau und wie Sie das messen wollen, diesen Stresstest? Es kam etwas unter im Vordergrund. Okay, also der Stresstest ist eine Computersimulation, das heißt, Sie bilden alle Gleise und Weichen und Signale im Computer ab und lassen dann hunderte von Tagen die Züge durchfahren. Also Sie bilden reale Betriebssituationen ab und dann gucken Sie, was passiert mit den Verspätungen. Welcher Zug hat nachher die Verspätung, stabilisiert sich das oder knallt es auseinander? Und deswegen besteht es aus zwei Stufen. Erste Stufe, Sie müssen den Fahrplan machen und zweite Stufe, Sie lassen die Züge dann im Computer fahren. Und das, was da rauskommt, wird so lange wiederholt, bis man eben weiß, was ist die zulässige Zugzahl, die das System verträgt, ohne zusammenzubringen. Und was ist, wenn die das hintricksen? Deswegen wollten wir ja, dass wir von Anfang an dabei sind. Es ist auch wahr, dass die da etwas tricksen können, aber ich behaupte, dass sie jeden relevanten Trick so im System hinterlegen müssen, dass unsere Leute den finden. Das heißt, dadurch, dass es öffentlich und transparent ist, wenn die wieder mit so einem Fahrplan daherkommen, machen wir halt wieder Veranstaltungen, ich erzähle Ihnen, wo die Probleme sind. Also, die werden nach meiner Einschätzung schon gezwungen sein, das ordentlich und seriös zu machen und sie werden allenfalls im Bereich von 5% Recht und Schärfe, irgend sowas, das ist dann ein oder zwei Züge, werden sie noch was hintricksen können, was wir vielleicht dann nicht sicher nachweisen können. Aber
mehr nicht. Das ist das Schöne an der Mathematik. Wenn einer kommt und sagt, 1 und 1 ist 3, sage ich es in meinem Schulbuch, steht es anders. Danke, Borg. Sie haben gesagt, Sie machen einen Fahrplan. Machen Sie einen x-beliebigen Fahrplan oder haben Sie da was Konkretes im Kopf? Na, wir machen den ja nicht, sondern die Bahn macht den. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diesen Fahrplan kennt. Man kann natürlich, wenn man feststellt, dieser ganze Bahnhof funktioniert irgendwie nicht aus Sindelfingen, aber man kann auch ein paar nutzlose Züge aus Vaihingen durch der Bahnhofschleuse einen Fahrplan machen, der viele Züge hat, den aber niemand braucht. Aber auch das kann man nachher öffentlich erklären. Wenn sich herausstellt, es fährt nur ein Zug pro Stunde aus Böblingen, aber 8 aus Vaihingen, dann wird jeder fragen, warum. Also es geht dann wieder ums Argumentieren, ist alles mühsam. Aber jedenfalls hat man dann diese offiziellen Angaben der Bahn und kann sie Stück für Stück sezieren. Besser wäre es, von vornherein in der Lenkungsgruppe, das war der Vorschlag, gemeinsam zu definieren, was gebraucht wird und dann erst die Computer anzuwerfen. Aber dazu ist die Bahn bislang nicht bereit. Warum wollte man den Schnell? Ja, sofort, ich wollte nur noch Danke sagen. Vielen Dank. Ich muss gerade, wenn ich aufs Handy sehe, wie ich denn eigentlich noch zu meinem nächsten Termin komme. Und da muss ich dann wirklich los, weil sonst erfahren die Leute, ich muss nur auch nichts über Schicksal. Wenn Frau Mörnchen die Möglichkeit hat, ein Moratorium zum Kraftfahrtverlängerung zu machen, dann muss es doch auch Herrn Kretschmann möglich sein am 28. März, um nicht mehr gegen diese normative Kraft des Faktischen anzukämpfen, die tagtäglich erweitert wird, hier im Schulberg. Ich muss nur, ich habe es nicht ganz verstanden, weil die Frage sehr kommt. Anstatt Baustopp, das Ganze einfach Moratorium zu nennen. Ach so. Wenn das dazu führt, dass der Tunnelbahnhof nicht weitergebaut wird und damit die Voraussetzung geschaffen wird, dass wir einen leistungsfähigen, preiswerten und vor allem stadt- und menschenfreundlichen Bahnhof kommen, dann soll der Begriff recht sein. Ich will mal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich am Abend die Zeit genommen haben und hoffe, dass Sie noch ein oder zwei zusätzliche Argumente mitgenommen haben für die Gespräche in den nächsten Salonen auf den Straßen. Vielen Dank. Vor allem, wenn er aus der eigenen Partei ist. Und damit du nicht den Eindruck hast, dass nur Mist aus Stuttgart kommt, haben wir gedacht, okay, süße Rosbollen aus Stuttgart, das ist nicht. Es ist ganz, ganz wichtig für dieses Projekt, für dieses Land, dass am 27. März wirklich eine andere, innovative Regierung kommt, die mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einen anderen Politikstil verfolgt. Deshalb gehen Sie wählen, motivieren Sie andere Menschen, wählen zu gehen und vor allem oben bleiben. Danke.